Also, quer durch die Generation. Ja, guten Abend. Mein Name ist Carsten Schuffert. Ich wohne mit meiner Familie in der Tübinger Siedstadt, betreibe dort auch mein Unternehmen. Sie kennen wahrscheinlich das Sommernachtskino. Im Hauptberuf machen wir eher Filmproduktion. Und bis vergangenes Jahr, war ich eher ein starker Gegner der Innenstadtstrecke. Ich habe viel gelesen über alternative Mobilitätsformen, habe mich interessiert für Zukunftsthemen, habe geschaut, was ist möglich mit Elektrofahrzeugen, mit autonomen Fahren, mit Vernetzung, mit tramlosen Fahrzeugen und habe versucht, mir da so eine Meinung zu bilden. Und dann war ich letzten Oktober genau hier an dieser Stelle bei der Vorstellung der alternativen Prüfung. 6 Stunden, hat Sölke jetzt vorhin gesagt, 6 oder 7 Stunden, unendlich lang. Und ich war total geflasht, wie komplex dieses Thema ist. Wie viele Menschen, wie viele Gutachter, wie viele Stunden Zeit die sich genommen haben, um die Themen aufzudröseln. Und ich muss dir ganz ehrlich zugestehen, ich habe es nicht vollständig durchdrungen. Und deswegen habe ich mir dann irgendwann die Frage gestellt, will ich weiterhin meiner eigenen Wahrheit glauben, die ich mir zusammenschustere aus Informationen in der Presse, aus sozialen Netzwerken? Oder muss ich nicht irgendwann zu dem Punkt kommen, dass ich sagen muss, das überfordert mich? Und ich bin der Meinung, das überfordert auch viele Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt, denn die Fragen, die zu beantworten waren, sind einfach unheimlich komplex. Und deswegen habe ich für mich die Frage so beantwortet, dass ich sage, ich glaube an eine funktionierende Demokratie. Ich glaube daran, dass die Erhebungen zu dieser Innenstadtstrecke mit ihren Beratungen, mit ihren Gutachtern, die beide Seiten gemeinsam ausgesucht haben, die alternativen Prüfungen, die beide Seiten gemeinsam beschlossen und ausgesucht haben, dass die seriös zustande kam, dass sich Menschen Gedanken gemacht haben, die viel mehr davon verstehen als ich. Und weil ich selber nicht beurteilen kann und weil ich an die Demokratie glaube, möchte ich meine Stimme für Ja geben, weil ich glaube, es ist die einzige Alternative, wenn man es nicht final entscheiden kann. Und eins, damit möchte ich zum Abschluss kommen, ist mir ganz klar, wir leben in einer immer größer werdenden Region, in der die Menschen nach Tübingen einpendeln müssen. Wir alle wollen ärztliche Versorgung im Klinikum, wir alle wollen in die Universitäten gehen. Diese Menschen müssen hierher kommen, wenn wir den Verkehrskollaps vermeiden wollen und wenn wir zudem vermeiden wollen, dass Tübingen einen Beitrag nicht als Schildbürgerstreich versteht in einem Land, in dem immer mehr Trams gebaut werden, dann müssen wir einfach mit Ja stimmen, denn der Klimawandel wird uns auch betreffen und nicht hier vorbeigehen. Vielen Dank. Ja. Hallo, mein Name ist Nora Ruff, ich bin 13 Jahre und Schülerin hier in Tübingen. Ich engagiere mich für die Stadtbahn, weil es um meine Zukunft dabei geht. Ich würde sagen, von allen Rednern und Rednerinnen heute bin ich ja die Jüngste und deswegen würde ich auch sagen, dass ich noch ein bisschen länger hier in Tübingen habe und davon würde ich dann auch mehr von der Stadtbahn als Nutzen haben. Und ich bin überzeugt von der Stadtbahn, weil es momentan das Klimaschutzprojekt für Tübingen und den Landkreis Tübingen ist und weil man nur mit der Stadtbahn die Autonutzung in Anführungszeichen reduzieren kann und mehr auf ÖPNV die Nutzerinnen von Autos zum Beispiel überschwenken kann. Wenn ich am Infostand stehe und mich mit Menschen unterhalte, höre ich oft das Argument, dass wir dann ja jahrelang auf einer ewig langen Baustelle sitzen bleiben. Aber meiner Meinung nach ist es es wert, dass wir 3 bis 4 Jahre eine Baustelle ertragen, wobei wir ja wissen, dass nicht die ganze Strecke gleichzeitig aufgerissen wird, sondern dass das ja so abschnittsweise gebaut wird. Aber am Ende können wir dann eine wunderbare Stadtbahn nutzen, können meine Kinder noch die Stadtbahn genießen und vielleicht sogar meine Enkelkinder mit der Stadtbahn zur Schule fahren, weil die Stadtbahn ist ein Jahrzehnteprojekt. Das werden wir hoffentlich und ich glaube auch mit Sicherheit sehr lange nutzen können. Und deswegen will ich, dass die Stadtbahn gebaut wird, denn die Stadtbahn ist meiner Meinung nach das Beste für Tübingen. Guten Abend, mein Name ist Adrian Lächle, ich bin 19 Jahre alt, ich bin in Tübingen geboren und hier aufgewachsen, habe hier mein Abitur gemacht. Und als Aktiver bei Fridays for Future stehen wir seit 2,5 Jahren auf den Straßen
dieser Republik und fordern ein Umdenken beim Klimaschutz. Wir fordern auch, dass die Leute weniger Auto fahren. Und von Politikerinnen und Politikern hören wir dann immer wieder, dass es erstmal attraktive Alternativen braucht, bevor man den Leuten irgendwas verbieten kann. Und das leuchtet mir und uns völlig ein. Und in Tübingen haben wir jetzt die Chance genau dazu. Wir haben die Chance, genau so eine Alternative zu schaffen, die wirkt. Und das haben alle Expertinnen und Experten gezeigt. Unter anderem deshalb sagen 12 Klima- und Umweltschutzgruppen vom BUND über den VCD bis zu Greenpeace und Fridays for Future, die Stadtbahn ist Klimaschützerin. Und wenn ich hier heute die Organisationen und Verbände aufzählen müsste, die dafür sind, dann würde ich meine Redezeit weit überziehen. Wer also ein ehrliches Interesse in dieser Stadt an echtem Klimaschutz hat, der stimmt für dieses Projekt und er stellt die Weichen auf Zukunft, denn es wird Zeit. Und ich will noch einen zweiten Punkt machen. Häufig höre ich, ich stehe auch häufig am Infostand in der Stadt und höre, das ist halt einfach zu viel Veränderung für so eine Kleinstadt. Das höre ich ganz häufig. Aber diese Annahme ist schlicht falsch. Unsere Stadt hat sich schon verändert. Unsere Exzellenzuniversität zieht Studierende aus allen Teilen der Welt an. Das Klinikum ist eines der besten weltweit und aus dem Technologiepark kommen die Grundlagen für den Impfstoff, der uns gerade vor Corona rettet. Diese Veränderung ist in vollem Gange und da kann man die Augen einfach vor der Realität nicht verschließen, Herr von Brunn. Und diese Veränderung bringt Probleme mit sich. Viele Autos, viel Stau und hohe Mieten in der Stadt. Wir wissen, und das haben die Experten heute Abend nochmals dargelegt, nur mit der Stadtbahn schaffen wir es, die Leute vom Umstieg auf den ÖPNV zu überzeugen, den Mietdruck in der Stadt zu senken und unser Tübingen vom Autoverkehr zu entlassen. Und deswegen sage ich es hier nochmal in aller Deutlichkeit. Mit einem Nein löst man diese Probleme nicht, man verschärft sie. Denn das Nein, das steht für ein rückwärtsgewandtes Weiter-so. Das Ja ist ein Bekenntnis zur guten Zukunft unserer Stadt. Das sage ich als Klimaaktivist, das sage ich als Aktiver in der BI Ja zur Stadtbahn. Aber vor allem sage ich das als Tübinger, der hier aufgewachsen ist und dem diese Stadt ehrlich am Herzen liegt. Deswegen bitte ich Sie für ein Ja, um ein Ja beim Bürgerentscheid am 26.09. Herzlichen Dank. Sabine Schlager, mich überzeugt bei der Stadtbahn der Faktor 4. Die Stadtbahn kann 4-mal so viel Autokilometer ersetzen wie der Schnellbus. Mir leuchtet das unmittelbar ein. Ich bin 20 Jahre nach Stuttgart gependelt und auch ich habe die Verbindung genommen ohne Umstieg und habe in Stuttgart nicht den Bus genommen, sondern U-Bahn oder S-Bahn. Weil diese Vorliebe für die Schiene und das Fahren ohne Umstieg also allgemein zu sein scheint, wie die Verkehrswissenschaft sagt, wird ein noch so gut konzipiertes Busangebot außenrum die Massen der Fahrgäste nicht anlocken. Sie werden dann doch lieber ohne Umstieg mit dem eigenen Auto fahren. Bauen wir das, was den Erfolg bei den Fahrgastzahlen auch bringt, ein attraktives Regionalstadtbahnsystem. Ich wünsche mir, dass beim Bürgerentscheid das Ja überwiegt und der Faktor 4 gewinnt. Für mehr ÖPNV, für wenige Autokilometer und für ein attraktives Tübingen.